von der 25. bis zur 35. Woche. Ja, viel Zeit liegt dazwischen. Aber warum so viel Zeit vergangen ist, das erkläre ich euch jetzt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo, meine Süßen. Ja, ich bin wieder da. Heute ein neues Update von mir. Ein neues Schwangerschaftsupdate von der 25. bis zur 35. Woche. Da lag einige Zeit dazwischen. Ja, einige Zeit, ich weiß. Und Schande über mein Haupt. Aber es ging mir einfach nicht besonders gut. Und ja, wenn es mir nicht gut geht, dann setze ich mich halt auch einfach ungern vor die Kamera. Zusätzlich ist mein Handy kaputt gegangen, womit ich immer gefilmt habe. Und deswegen musste ich jetzt zu meiner alten Kamera zurück. Deswegen vielleicht auch ein bisschen ein ganz anderes Format, als ihr eigentlich gewöhnt seid. Ja, ich probiere oder ich arbeite daran, dass das besser wird. Aktuell bin ich auch ein bisschen erkältet mit Schnupfen, Husten, tralala und ja. Gut, fangen wir an. Ich habe mir nämlich überhaupt gar keine Notizen gemacht, weil ich selbst dazu zu kraftlos, zu motivationslos war. Ich denke, jeder hat irgendwann mal im Leben so eine Phase. Ja, bei mir sind diese Phasen leider häufiger. Aber ich möchte da jetzt auch nicht zu weit ins Detail gehen. Wenn ihr nichts von mir hört oder wenn einfach mal längere Pausen zwischen den Videos sein sollten, nehmt mir das nicht böse. Es geht mir dann körperlich schon gut, aber vielleicht psychisch nicht so. Und ja, deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Und ich freue mich, wenn ihr meine Videos trotzdem guckt und mir treu bleibt. Ja, was hatte sich getan? 3 Tage nach meinem Geburtstag, ich weiß gar nicht, in welcher Woche ich da war, ich glaube, ich war lasst mich nicht lügen, 20. Woche? Ja, irgendwie sowas, irgendwas um die 20. Woche rum, hatte ich ein Treffen quasi gewonnen, also meine Nachbarin hat mich dazu angemeldet, weil eine Hebammenpraxis Probanden gesucht hatte, um den Babywatcher auszutesten. Ich verlinke euch das mal unten. Der Babywatcher, das ist so ein Ultraschallgerät für zu Hause quasi, so ähnlich wie dieser Sonoline-Fetaldoppler, mit dem man die Herzschläge des Kindes hören kann. Und mit diesem Gerät kann man jetzt, also nicht mit diesem Gerät, aber mit einem ähnlichen Gerät kann man nun das Baby zu Hause auch sehen, also quasi ein Ultraschall für zu Hause machen. Die Qualität unterscheidet sich sichtlich von dem Doppler oder von dem Ultraschallgerät im Krankenhaus oder beim Arzt. Also die Qualität ist nicht so gut, aber für zu Hause finde ich, geht das. Und ja, den habe ich ausgetestet und war so begeistert, dass ich mir den auch bestellt habe. Und ja, ich werde ein Video davon einfach online stellen, von dem Ultraschall, den ich bei der Hebamme hatte, weil da kann man eigentlich aktuell am besten was drauf erkennen. Und dann schaue ich mal, welche Videos ich noch zusammenschneide, die ich selber gemacht habe, weil ich habe mir das Gerät bestellt, ich habe es gemietet. Kaufen kann man das aktuell noch nicht, aber mieten kann man das. Kommt aus Holland. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, wie das funktioniert mit so einem Ultraschallgerät. Dann kann man da echt ganz, ganz schöne Sachen mit aufnehmen. Und böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Wie kannst du dem Kind das zumuten? Ich mache es nicht jeden Tag. Und man hat auch jeden Tag nur so und so viele Scans. Scans heißt Aufnahmen, die man machen kann. Bei mir sind es aktuell immer 4 Scans, 4 Aufnahmen und jeder Scan dauert 11 Minuten oder sowas. Also es ist jetzt wirklich nicht lang und man macht auch nicht jeden Tag 4 Scans. Also ich lasse echt viele Tage dazwischen und
Ja, ich habe das jetzt aktuell gebucht. Also ich habe den längsten Zeitraum gebucht. 3 Monate. Und ich habe das Ding noch bis Februar. Dafür habe ich bezahlt 260 €. Ist eine Stange Geld, aber lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Ja, was ist sonst so passiert? Es ging mir bis zur 30. Woche eigentlich relativ gut. Ich hatte keine oder kaum Beschwerden, muss ich sagen. Ja, mir ging es gut. Und ab der 30. Woche hat sich das dann etwas verändert. Ich wurde kurzatmiger. Natürlich, ja, ist verständlich, der Bauch wächst. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ich habe mir halt sehr wenig aufgeschrieben. Ich hatte wenig Heißhungerattacken oder irgendwie Gelüste auf irgendwas. Aktuell habe ich Gelüste, wenn man das so nennen kann, aber auch eigentlich nur auf ein spezielles Getränk, und zwar ist das diese Fanta Lemon, also dieses Zitronenzeug. Aber in welcher Schwangerschaft hatte ich nicht Bock auf saure Sachen oder Zitrone oder Limette oder sowas? Das kennt ihr ja schon, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Dann hatte ich einen Unfall in der 33. Woche. Und zwar habe ich da so einen kleinen Spagat gemacht. Ich bin ausgerutscht und habe mir dabei einen Muskel gezerrt und musste deswegen auch ins Krankenhaus. Ich musste allerdings nicht drinnen bleiben. Ich war nur einen Tag, quasi einen Tag da zur Untersuchung, und mit dem Baby war alles in Ordnung. Ja, aber mich hat es halt erwischt. Also ich hatte eine Muskelzerrung, Bänderdehnung und sowas, und ja, war nicht schön. Dazwischen waren natürlich auch Frauenarzttermine, von denen ich jetzt nicht mehr aktuell alles weiß. Ich hatte noch einen großen Ultraschall, also ich hatte jetzt zwei große Ultraschalls, irgendwie sowas. Und ja, bei dem letzten großen Ultraschall ist rausgekommen, der war in der 34. Woche, glaube ich. Weil wir aktuell immer noch nicht wirklich wussten, was es wird. Und eigentlich wollte ich es auch nicht wissen. Aber nun gut, ja, die Neugier hat gesiegt, und zu 95% wird es ein Trommelwirbel. Mädchen! Ja, es wird ein Mädchen. Und ja, freue ich mich ziemlich drüber. Natürlich hätte ich mich auch über einen Jungen gefreut. Vielleicht sogar diesmal noch ein bisschen mehr als über ein Mädchen. Aber naja, gut. Was soll's? Wir nehmen, was kommt. Sie wurde bei dem Ultraschall auf genau, ich glaube, lasst mich nicht lügen, 1000 oder 2000 Gramm geschätzt. Also 2000 Gramm auf jeden Fall, entweder 1800 oder 2000 Gramm zu dem Zeitpunkt. Und ja, was war denn dann noch? Dann hatte ich noch einen Termin. Nee, hatte ich gar nicht. Das war's. Ja, groß, kräftig, also der Woche entsprechend. Und ja, jetzt ist meine Kleine hier vor der Tür. Aber das macht gar nichts. Ich hatte abgenommen, 2 Kilo, einfach, keine Ahnung, ich hatte auch nicht wirklich viel Hunger. Also zwischen dem einen und dem anderen Termin, zwischen dem 5 Wochen lang, hatte ich 2 Kilo abgenommen. Eigentlich sollte man zunehmen, ich habe allerdings abgenommen. Ja, ich hatte nicht sonderlich viel Hunger, ich war einfach erschöpft, kraftlos, und ja. Momentan sieht man mir das auch noch so ein bisschen an, aber das kommt durch die Erkältung. Und ja, ich bin jetzt motiviert, neue Videos zu machen. Ja.
Dadurch, dass ich abgenommen habe, hat das aber dem Kind keinen Abbruch getan. Also das Kind hat weiter zugenommen und ja, hat sich halt das geholt, was es gebraucht hat, aber halt über mich. Also sie hat quasi von mir gezerrt. Ja. Ansonsten gab es dann nicht mehr viel. CTG wurde geschrieben. Den letzten Frau, also ich habe die Frauenarzttermine jetzt alle 2 Wochen. Die verkürzen sich ja jetzt die Abstände. Den letzten Frauenarzttermin hatte ich letzte Woche. Nee, vorletzte Woche, diese Woche habe ich wieder einen Termin. Ja, da war eigentlich alles in Ordnung. Es wurde jetzt kein Ultraschall gemacht, aber es war soweit alles in Ordnung. CTG wurde geschrieben, Herztöne waren in Ordnung. Ja, hier und da ein paar Wehen, aber das ist ganz normal. Das soll jetzt auch so sein. Und Baby hat sich schon ein wenig gesenkt. Senkwehen hatte ich noch nicht so wirklich. Also vielleicht mal ganz, ganz leichte, aber ja, kaum spürbar. Ja, ansonsten gibt es eigentlich aktuell noch gar nicht, also noch gar nicht mehr zu erzählen. Ich kann euch jetzt mal zeigen, mit was ich versuche, meinen Husten in den Griff zu bekommen, mit Rücksprache vom Arzt. Und zwar ist das einmal, das hatte ich in der letzten Schwangerschaft auch schon, von Topmodels, mein berühmt-berüchtigter Spitzwegerich-Saft, Hustensaft. Ja, muss man mögen, also ja. Er hilft auf jeden Fall. Allerdings, wenn der Husten so extrem ist wie bei mir, dann ja, dann muss man halt auch schon mit anderen Mitteln kommen. Und zwar, also den Spitzwegerich-Hustensaft habe ich mir selber besorgt aus der Apotheke. Dann habe ich hier diesen von meiner Ärztin verschrieben bekommen. Den können auch Kinder nehmen. Bei Husten, Reizhusten, und der schmeckt halt echt gewöhnungsbedürftig. Also mir schmeckt er überhaupt nicht. Mit danach einem Schluck Malzbier ist es zu ertragen. Ja, so sieht er aus. Monapax. Und ja, der schmeckt unheimlich nach Anis. Aber da muss ich durch. Den muss ich halt einfach nehmen. 4-mal am Tag. Und da ist der Husten auch schon wieder. Die hatte ich auch in der letzten Schwangerschaft schon. Das sind natürlich andere, aber ich habe die mir einfach wieder besorgt. Die Ipalat-Halspastillen, die helfen auch sehr gut. Davon kann man so bei Bedarf mal eine lutschen. Ja. Sind vom Geschmack her zu ertragen. Und dann nehme ich noch diese Tropfen. Da macht man Husten- und Bronchialtropfen. 5 Stück auf einen Löffel Zucker. Und dann kaut man das quasi. Ja. Und das hilft auch ganz gut. Das unterstützt ja, oder unterbindet den Reizhusten. Dann habe ich angefangen mit geburtsvorbereitenden Maßnahmen, nicht geburtseinleitend, geburtsvorbereitend. Ich habe jetzt sogar eine Sache noch vergessen, aber das kennt ihr sicher alle, oder diejenigen, die schon schwanger waren, schwanger sind, die kennen das. Und zwar einmal Himbeerblättertee. Da trinke ich jeden Tag eine Tasse. Ja, einfach um, ja, eine schnellere, schmerzfreiere Geburt oder zweite Geburtshälfte zu haben. Ich finde, die vorbereitenden Maßnahmen haben mir bei der letzten Geburt sehr geholfen. Oh, ich kann heute nicht mehr sprechen, weil es doch recht sehr entspannt war eigentlich. Der Schmerz war erträglich. Ich habe ja auch keine PDA oder dergleichen gebraucht.
Ja, deswegen mache ich das einfach so weiter. Ich habe sogar noch eine Sache vergessen. Oh, Pregnancy Brain. dann geht's weiter. Habe ich mir Heublumen besorgt. Kriegt man auch in der Apotheke. Und da mache ich, ich lasse es momentan eigentlich schleifen. So bei Bedarf, keine Ahnung, einmal die Woche oder so, wenn überhaupt. Ein Dampfsitzbad. Ja, soll auch den Damm weicher machen und vor Rissen schützen und überhaupt das ganze Gewebe so ein bisschen auflockern. Entschuldigung. Oh, ist das blöd. Und ja, das mache ich einfach. Die Dammmassage mache ich nicht, weil ich finde, das bringt jetzt bei mir nichts mehr. Dann könnte man auch sagen, warum machst du das Heublumendampfbad? Aber okay, die Dammmassage ist einfach nichts für mich und somit kann ich einfach mit dem Heublumendampfbad ein bisschen was für mich tun. Dann, das mache ich jetzt noch nicht, sondern erst, wenn ich über dem Termin bin. Beziehungsweise eine Sache mache ich nur, wenn ich über dem Termin bin. Habe ich mir Nelkenöl besorgt aus der Apotheke. Richtiges, echtes Nelkenöl. Achtet darauf, dass es wirklich Nelkenöl ist, was man ja also dass es kein Duftöl ist, sondern dass es wirklich Öl ist, weil das Duftöl das kann ziemlich ätzen und ja. Da sind 10 Milliliter drin. Damit kann man sich den Bauch einreiben. Und ja, dann kann man, ich musste jetzt gerade überlegen, ich weiß gar nicht, wie viel, wenn man über den Termin ist, macht man sich 5 Tropfen auf ein Tampon gemischt mit Olivenöl oder Rapsöl. Oder Sonnenblumenöl, egal was für ein Öl, auf jeden Fall nicht pur. Und führt sich diesen dann ein. Das soll den Muttermund weicher machen und eventuell Wehen auslösen. Deswegen, ja, das würde ich echt nur empfehlen, wenn man schon über Termin ist. Ansonsten, ja, kann man sich damit jetzt geburtsvorbereitend den Bauch einmassieren. Das mache ich jetzt aktuell ja noch nicht, weil ich in der 36. Woche bin, sondern damit fange ich an, wenn ich so ab der 38. Woche fange ich dann damit an. Ja, ach so, genau. Dieses Nasenspray benutze ich gegen meinen Schnupfen. Denn das darf ich benutzen. Das ist ja ab 6 Jahre. Ja, das nehmen also auch Kinder. Das ist total risikofrei. Ja, dann habe ich, genau, dann habe ich noch was. Auch für meinen Husten einfach von Ricola Zitronenmelisse. Ja, das hilft ganz gut. Beruhigt auch ein bisschen, finde ich. Und gerade in der Schwangerschaft ist ja Zitrone oder Zitronenmelisse ist ja eigentlich ist das ja ganz gut. Ja. Dann habe ich jetzt angefangen, meine Hebamme hat mir das empfohlen, einmal am Tag 5 davon zu nehmen, von den Pulsatella D12. Ja, die habe ich ja in der letzten Schwangerschaft auch genommen. 5 Kügelchen davon. Die sollen einfach, ja. Auch alles weicher machen, geschmeidiger machen und für eine schnelle, unkomplizierte Geburt sorgen. Und wenn dann Wehen schon vorhanden sind, diese Wehen dann verstärken. Genau dasselbe sagt man den Caulophyllum nach, Caulophyllum D12. Davon auch einmal am Tag 5 Stück. Ja, und ja, die sollen halt auch eine anregende Wirkung haben, wenn Wehen vorhanden sind, diese dann zu verstärken. Da ich diese aber noch nicht habe, wirken sie geburtsvorbereitend und entspannen die
ja, alles, was so mit Gebärmutter und so weiter zu tun hat. Ja, zusätzlich, weil ich halt eben so müde und erschöpft war, habe ich von meinem Arzt sowas hier bekommen. Also konnte ich mir besorgen. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Verpackung davon. Und zwar ist das von Sanatokat. So, ich dieses Schnuffeltuch bei mir. Oh, süß. Ja, das habe ich geschenkt bekommen. Und ja, damit das Baby halt immer was hat, dann, dass es nach Mama riecht. Das trage ich immer bei mir. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Es wird noch meine Kliniktasche, werde ich ein Update dazu drehen, weil die ist jetzt aktuell zu 95%, 98% fertig gepackt. Es fehlen noch ein, zwei kleine Sachen. Ja, dann natürlich, wenn es soweit ist, wenn ich zum Termin komme, wird es einen Countdown geben, wie das letzte Mal. So einen kleinen Mini-Vlog warten aufs Baby. Und ja, ihr könnt euch freuen. Ich freue mich auch. Jetzt gibt es noch schnell meinen Bauch und dann soll es das gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und danke euch fürs Zusehen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Facebook und Instagram bin ich momentan noch nicht. Ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit, aber ja, ich denke, dass die Videos erstmal reichen und sobald ich wieder in Facebook und Instagram online bin, ja, gebe ich euch Bescheid. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!